Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation und ja, what the fuck? Ihr seht schon, es gab ein Update. Und ich bin gerade überfordert, weil hier irgendwie alles anders ist als davor. Wir haben hier auf einmal eine komische Leiste. Das ist neu und wir machen 100 Miesen und alle sind... Mangelt es an was? Essen? Trinken? Spaß? Wir müssen jetzt mal schauen, was es zur Hölle auf einmal hier gibt, weil ich habe absolut keinen Plan, was hier gerade abgeht. Das bedeutet, wir müssen jetzt schauen, weil die wollen hier... Der hohe Punkt eines eurer Monumente hat einige eurer Untertanen inspiriert und sie wünschen zur Feier des Anlasses Meisterwerk Eselstein bekreuztes Kreuz zu bauen. Optionaler Bonuseffekt gewinnt plus 2 Einfluss pro Woche. Bauzustand muss Teil eines Gebäudes sein, in dem sich eine große Halle befindet. Alter! Kidding me? Warte mal. Die Kirche hat eure Hingabe zu Gott bemerkt und schätzt euch mehr. Okay, Pause. What the frick is going on here? Was bist du? Hättet ihr die Updates wann anders machen können und nicht mitten während des Let's Plays? Oder vielleicht meinen alten Spielchen in Ruhe gelassen? Okay, gibt es denn mein Eisenminchen noch wenigstens? Warte mal, wo war meine Eisenmine eigentlich? Blöde Frage, wo ist meine fucking Eisenmine hin? Alter, hat mir der scheiß Update jetzt das Let's Play kaputt gemacht? Wir schauen jetzt erstmal, okay. Gehen wir es mal ganz faktisch auf. Was? Meisterwerke? Die wollen so ein Edelbestand des Kreuz haben, okay. Haushalt. Kannst mich mal. Handelsausgaben 760. Für was denn? Fürs Werkzeug. Ich habe Werkzeug gekauft. Wo ist mein Brot? What? Ich produziere Tonnen an Futter. Oder habe ich irgendwas letztes Mal übersehen? Okay. Öffentliche Gebäude. Werkstatt des Baumeisters. Bosse können hier zugewiesen werden, um an Baustellen rund um ihre Siedlung zu arbeiten. Alter, ernst? Das ist fucking gemein, wisst ihr das? Bau beginnen. So. Ach, die ist schon fertig. Da kommt meine Baumeister rein und dann... Bauen noch gleich eine hier unten. Bau beginnen. Wie viele Arbeitslose habe ich denn noch? Weil jetzt hätte ich da 3000 Arbeitslose haben, oder? Alle, die... Alter! So. Jetzt müssen wir überlegen, weil wir sind echt im Minus auf einmal. Was soll denn der Scheiß? Was? Gott würde es schätzen zu wissen, wenn ihr einen Moment seiner Pracht bauen würdet. Ich habe momentan andere Prioritäten. Das könnte ja keine Bemühungen zur Gründung einer neuen Siedlung. Hallo, ich spiele schon die ganze Zeit. Was ist das denn? Aufträge? Protokoll? Warnungen. Mein Herr, euer Vogt seht für einen neuen... Erkundung einer... What the fuck? Hä? System? Du steckst... Wie kannst du da feststecken? Jetzt dein Ernst? Und wie kann ich sie da jetzt rausholen? Weil die steckt auf der Brücke fest. Ich stecke fest. Wohnhaus und du steckst wo fest? Dein Scheiß Ernst. Man kann nichts entfernen. Ah, da kommen wir her. Ich will nur ein Gebäude zerstören. Ein einziges Stück hier. Das da.
auch diese eine Bank, wo ist sie denn? Da ist sie. Löschen. Du steckst jetzt nicht mehr fest. Gut. Wie kriege ich die eine frei? Ah, die kann mich jetzt mal am Arsch lecken. Der geht doch. Alter, was ist denn? Ja, ich weiß, dass ich so viel bauen kann, aber was soll ich damit anfangen? Bin überfordert, Jungs. Wir haben noch ein Minus von 135 und das Geld geht runter. Was wangelt's denn? Ich verstehe das gar nicht. Was fehlt denn? Dann trink was! Ich hab den... Existieren meine Brunnen noch? Ja, die existieren noch. Ich schaue jetzt mal schnell, was hier noch alles geändert wurde. Steinbruch. Käserei. Warte mal, habe ich noch eine Käserei? Das ist eine Schneiderei. Wo ist meine Käserei? Wo ist die? Warte mal, was bist du? Du bist okay, die ist noch da. Okay. Das ist der Köhler, den kennen wir schon. Böderich, den kennen wir auch schon. Quarz? Oh, Juwelier. Wo kriege ich Eselsteine hier? Goldschmelze. Ich hab, oh Gottes Willen. Das hättet ihr zu jedem Jahreszeit machen können, aber nicht zu meiner... Werkstatt des Baumeisters Buntglas. Werkstatt des Baumeisters Kultur. Also neben dem, dass ich nicht weiß, warum wir kein Brot mehr haben zum Beispiel. Die Leute so stinkig sind, weil sie nichts zu essen haben. Und niemand weiß, was das soll. So, warte mal. Was haben wir hier bearbeiten? Nee, warte mal, was ist das denn? Besucherstandort. Hä? Besucherstandort? Was zum Fick ist das denn? Hilfe. Ich habe keinen Plan mehr, was hier abgeht. Da ist ein Gastraum, und eine Küche. Als ob euch allen Essen fehlt. Schaut nicht nach genau dem aus. Nee, schaut anders aus. Ich kann auch wahrscheinlich auf irgendeinen draufklicken und dann sehe ich, was fehlt. Der ist aber zufrieden. Ich brauche einen Unzufriedenen. Du hier. Was ist denn das zweite? Brot? Und was ist das? Habe ich irgendwas komplett übersehen, was neu ist? Nee. Lass mal weiterlaufen. Das wird schon nicht schon auflösen, oder? Neben dem, dass ich keinen Plan habe, was hier eigentlich abgeht. Und der Handel irgendwie in die Gegenrichtung floriert. Hey, wir können ja mal wenigstens eine Militärmission starten. Verfügbare Mission, extrem schwer anzeigen. Truppen entsenden, akzeptierende Missionen. Oh, meine Einheiten sind noch unterwegs. Ja, dann habe ich auch keine zur Verfügung. Warum sagt mir denn das hier aktuell nicht? Achso, das steht hier. Ich habe gedacht, wir bauen jetzt ganz gemütlich das Kloster fertig und alles machen. Unsere Stadt fertig, sind super im positiven Bereich. Aber nein, das Spiel muss updaten. Wildschweiniger hat hier 2. Hier 1 und hier 0. Jagt mal, Jungs. Wir brauchen Wildschwein.
deinen Springbrunnen hingestellt. Volksunfähig hoch. Aber es steigt wieder. Auch wenn die irgendwie immer mehr Hunger haben. Sag mir doch, was es ist, weil ich kann ja nicht mal nachschauen. Das regt mich irgendwie so ein bisschen auf, ganz ehrlich. Davor wusste ich, was es ist. Jetzt steht da nur noch das. Ich weiß nicht mal mehr, was es ist. Und es geht irgendwie runter. Ich weiß aber auch nicht, wieso. Was fehlt denn? Wir haben Brot, wir haben Käse, wir haben Beeren. Welche Köstlichkeit verwehr ich euch denn? Wollt ihr Käse auf dem Markt haben oder was? Behaltet meine Truppen, braucht das Geld. Fisch ist es. Warum zum Fick haben wir keinen Fischer auf dem Markt? Ich habe so viel Fischer. Wenn ich noch mehr Fischer habe, überfische ich den ganzen. Ein Mönch nähert sich eurem Dorf. Mönch? Seit wann existierst denn du? Verpiss dich, Junge. Ich habe dich das ganze Spiel gebraucht und jetzt kommst du, oder was? Ein Mönch nähert sich dem Dorf. Guter Witz. Ein Mönch. Schaut euch diesen Typen an. Der ist doch kein Mönch mehr. Das ist irgendein Volldepp. Versteht es absolut nicht. Was will der Mönch jetzt hier? Hallo? Wo willst du denn hin? Also mal bitte, sag uns, was du willst. Bittet um eine Audienz. Mein Herr, der König verlangt einige Materialien. Der Klerus möchte ein paar seiner Kirchen renovieren. Arbeiter sind bedürftig. Wir müssen wählen, wem wir helfen wollen. König, dem Klerus, meinem Volk. Ich helfe natürlich dem Volk und muss das jetzt hier irgendwo wahrscheinlich wieder abwickeln, oder? Hier. So. Das ist hier schon wieder. Hier ist alles okay. So ganz checken tue ich es noch nicht. Vor allem, warum ich dann Geld verliere und dann wieder Geld habe, wie irre. Und hier im Minus stehe, aber eigentlich im Plus bin. Fragezeichen in meinem Kopf. Schneiderei ist fertiggestellt. Gut. Also kann ich hier einstellen. Gut. Ey, ich bin gerade irgendwie so auf 180. So, Brot dürfte es auch nicht finden. Wir sind bei 30 Brot. Schäferei ist fertiggestellt. Ach, ich habe noch einen Schäfer gebaut. Stimmt, da war was. Noch einen Mitarbeiter anschichten. Schaf züchten. Ganz ehrlich, hä? Durchschnittlich. Nein, euch hole ich zurück. Wenn da nur durchschnittlich steht, will man nicht unbedingt wissen, ob was da schief laufen kann. Eure Soldaten sind von einer Mission zurück. Und das kann ich jetzt auch bearbeiten, weil man ja irgendwie nicht genug Zeit für irgendwas hat. Nein, holen wir zurück. Meisterwerk, der ist. Du kriegst jetzt hier mal den da hier fertig, baue ich den fertig aus. Eure Soldaten waren siegreich. Sie kehren von der Mission zurück. Meister der Arzneiflagge geht. Hallo, ich bin verwirrt. Ich habe mal bekommen. So. Jetzt stand, weiß ich nicht mehr, was da stand. Toll. 2000 Münzen, 30 pro. Nee, oder? Nee, doch 54 Eisen, Stein. 6 Werkzeuge. 631 Brot. Das sieht doch gut aus. Jetzt haben wir ein bisschen Brot wenigstens auf Lage, du. So gehört sich das und nicht anders. Wie schaut's mit unseren Soldaten aus? Seid ihr ready? Oh. War nicht so ganz. Hups. Die werden aber trotzdem irgendwie immer happier. Also ganz checken, was sie abgeht. Vor allem, warum seit wann sind wir denn 211? 75 habe ich hier das Maximum und hier ist es 100.
Alter! Mann! Hab keinen Bock! Ah! Jetzt ist das Brot schon wieder weg, hä? Warum fehlt's denn auf einmal an jeden Ecken? Ich check's nicht! Was hab ich vorhin gemacht, dass ich den Typen losgeschickt habe? Wo ist der hin und was macht der gerade? Hä? 3000 Leute stecken, wie es ausschaut, fest. Alter, euer Scheiß ernst. Na gut, Leute. Dann machen wir es jetzt so. Ich beende dieses Let's Play jetzt, weil es ergibt keinen Sinn, dass wir jetzt versuchen, Fehler zu beheben, die, wie es hier scheint, tausendfach kommen, weil sie das komplette Spiel überarbeitet haben von vorne. Weil man muss jetzt irgendwie Steine sammeln und irgendwie sind alle auf einmal unhappy, obwohl sie davor happy waren, wir auf einmal gefühlt mehr Einwohner haben. Ich check's nicht. Vor allem, wir haben 56 Kleidung auf Lager und Brot haben wir auch auf Lager, aber trotzdem ist das alles im Keller und es wird immer mehr. Minus 21 steht hier. Wenn ich das richtig lese, wird das immer schlimmer. Deswegen würde ich einfach sagen, wir beenden das jetzt hier. Vielleicht schauen wir uns in der Zukunft nochmal an. Mal ein zweites Let's Play, wenn das Spiel nicht mehr genau dann updatet, wenn ich versuche, hier ein Let's Play aufzunehmen. Und ich bereite das nächste Let's Play für die nächste Woche vor. Die Woche lasse ich mir irgendwas einfallen, was wir machen. Vielleicht tun wir einfach anstatt... weißt du was, wir verschieben einfach die Mission von KSP ein bisschen vor und machen ordentliche KSP-Woche dieses Mal und es kommen nur ein paar mehr Folgen. Deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Also, bis dann. Ciao.